Nur alle 4 Jahre und an wechselnden Plätzen der Stadt ist der Ulmer Bindertanz zu sehen. 32 barock gekleidete Tänzer, Fassroller, Zunftmeister, Zunftmädchen und 2 Schalksnarren, das sind die wichtigsten Akteure dabei. Im Jahr 1745 hatten die Binder, also die Fassmacher, die Erlaubnis zur Vorführung eines Reiftanzes bekommen. Das brachte ihnen willkommene Spenden in die Gesellenkasse. Noch heute wird der Tanz von der Küferinnung organisiert. Die Musik stammt unter anderem von Franz Schubert.